Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir Ebene 10, glaube ich, erreicht. Mit, 10. Und haben gegen, Prolyma, Francistus und Magnus gekämpft. Und das war bisher, glaube ich, der schwerste Kampf, den ich hier gehabt habe, weil irgendwie, keine Ahnung. Nachdem ich Prolyma erledigt habe, sind die beiden voll ausgerastet und man irgendwie nicht mehr aufzuhalten, hat so ein Gefühl. Nymphenträne. Was ist das denn? So. Okay. Ich habe wieder die Teufelswaffen ausgerüstet, weil wer weiß. Ich will die mal beim Bosskampf wieder de-equippen, beim nächsten, der kommt. Oh, sehr gut. Oh ja, für diese roten Räume werde ich auf jeden Fall die Teufelswaffen noch mal ausgerüstet lassen, weil sonst wird das ewig dauern. Weil irgendwie werden die Gegner auch hier ein bisschen stärker, habe ich so ein Gefühl. Er hat doch schon ein paar Minuten manchmal gedauert, ein, zwei Gegner zu erledigen. Pelz gefunden, okay. Und das Sicherheit, okay. Jetzt mal, ich will den Ausgang, ich will ihn unbedingt. Und da kommt der Gegner und haut mir eine rein. Thanatos. Ich habe mir überhaupt nicht die Mühe gemacht, hier irgendwas zu erkunden, irgendeinen Gegner zu analysieren. Vielleicht sind ja auch ein paar neue dabei, aber egal. Jetzt mal als Nachtmutter hat 91% in der Monsterliste. Also, ich werde gleich mal gucken. Vielleicht 102% dazu gekommen sein wegen den dreien vom letzten Mal. Ja, die hatten das auch jedenfalls schon in sich. Und Yggdrasil soll sich ja auch hier befinden, wahrscheinlich. Ja, sehr gut. Kann ja noch gut ausgehen dann. Nein. Ja. 92%, okay. Schattenpronyma, Francistus und Magnus, okay. Davor kommt auch nichts mehr. Ja, Mythos müsste eigentlich auch noch hier sein, ne? Wegen Dingens. Weil den bekommen wir wahrscheinlich nur, wenn wir durchspielen und, weiß nicht, so Monsterliste übernehmen. Ins New Game Plus nehmen, dann wird da wahrscheinlich der letzte Kampf gegen Mythos und so auch noch verzeichnet sein. Den seinen Mecha Suit, was ich immer noch irgendwie sehr komisch fand. Habe ich auch nicht so verstanden, ehrlich gesagt. Weil irgendwie den seinen Körper oder weiß ich nicht, irgendeine Symbolik hat er schon bestimmt. Ich habe sie noch nicht gerafft. So, dann eine Menge Seelenfeuer. Ich hoffe, das ist gut. So, jetzt kommt ein roter Raum, ne? Noch keine Einschränkungen. Was? Okay. Ich kann das Dungeon, ich habe jetzt nicht gelesen, was davor stand, aber ich konnte das Dungeon verlassen. Möchte ich aber nicht. Ich möchte den einen Mann schaffen, weil wenn ich nochmal hier rein muss, muss ich wahrscheinlich wieder alles neu machen. Ja, aber habe ich keine Lust. Vielleicht schaffe ich das ja, vielleicht auch nicht. Wenn ich so an den Dingens denke, an den Zonenkäfig von Graces F, dann ja, ist vielleicht gar nicht mal so. Das auch mal auf das verfolgen. Ich irgendwo anders lang. Habe glaube ich noch einen anderen Weg, oder? Ja, gehen wir da lang. So meine ich also, um die Kämpfen mir aus dem Weg zu gehen. Vielleicht kriege ich ja noch mein Seelenfeuer über 9000. Aber ich gehe auch danach noch, wie viel. Oh, diese Alraun. Wie gesagt, wir haben ja nur noch eine 90%. Was zum? Was ist denn hier schon wieder passiert? Ich verbaue doch nicht gleich schon wieder ein Ding ins Wasser des Lebens. Übrigens keinen dazu bekommen, ey. Das kann mir ja nicht mal leisten, welche zu benutzen. Aber ich habe noch Elixier, die wiederbleiben eigentlich, ja, glaube ich, auch noch, ne? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, habe ich noch nie benutzt. Glaube ich. Oder? Meine Güte, danke. So, wer macht jetzt hier? Du machst die ganze Zeit Riegel fertig. Ja, selbst mit dem Teufelswaffen kriege ich hier aufs Maul.
Also das ist im nächsten Bosskampf wieder equipped. Klingt nach einer sehr guten Idee. Ja, kochen kann ich auch mal hier. Curry. Ja, wollte schon sagen, manchmal wird das irgendwie nicht erkannt, wenn ich schieße. Ja. Ja, wenn ihr da schon wieder den Luxus hier betrachtet, sie nehmen Graces F hast, ne? Muss ich nur zwei Ebenen suchen und dann kam der nächste Boss. Dann konntest du wieder rausgehen. Es ist nur halt irgendwie eine bestimmte Anzahl an Gegenständen, die man vorbringen, die einen bestimmten Wert hatten. Aber das für Luxus dagegen ist, also Pillepalle im Gegensatz zu dem, was ich hier machen muss, ey. Wahrscheinlich gibt es ja auch irgendwie so 20.000 Ebenen oder irgendwie so was. Da muss ich ja irgendwie 100 Ebenen hintereinander machen, aber wie gesagt, wir haben 91% der Monsterliste und ich weiß nicht, alle zwei Gegner oder so geben bestimmt irgendwie so ein Prozent. Deswegen glaube ich nicht, dass hier noch so sehr viel. Boah. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Ja, heiliger Trank, wo ist er? Heiliges Licht. Pisset ihr euch? Ich habe keine Lust hier von 3-4 Gegnern wieder umzingelt zu werden. So, das ist ein Teleport-Ding. Sehr gut. Ich weiß nicht. Und jetzt schon Dingens. Ich mach Genis rein. Der hat noch gar nichts gemacht, glaube ich. Dann könnten den seine Zauber auch richtig nützlich werden. Und weiß nicht. Leute, kommt rein. Ja. Obwohl ich glaube, kam erst nachdem ich da eine 15 erreicht habe, ne? Ja. Okay, und zum Glück noch ein grüner Raum. Okay. Ich habe noch heiliges Licht, mir kann nichts passieren. Die sind auch schon alle aktiviert, ich muss nur Dinge finden. Den Teleporter. Da kommt der nächste Boss. Dann krieg ich vom nächsten Boss aufs Maul. Vielleicht ist das ja ein Yggdrasil. Ja, ne? Wenn, wir haben ja schon das so geforeshadowed, wie man das nennt. Nennt man das so, wenn man irgendwie was andeuten will, was irgendwann passieren wird. Keine Ahnung. Aber ja, wir haben ihn erwähnt, das heißt, irgendwann muss ich hier gegen kämpfen. Und hier kommt schon ein Teleporter, sehr gut. Dann. Ja. Ja, nehmen wir das hin. Und nehmen wir mal Presser raus. Die hat mir nicht so viel Glück gebracht. Mal wieder Colette rein. Bin ich der einzige physische Kämpfer, aber. Ja, ich habe noch ein paar Allesteiler, komm schon, kann schon gehen. Ei. Jetzt natürlich wieder mehrere Feinde kommen, ist halt natürlich auch blöd. Ihr seid also gekommen, um mich zu holen. Jupp. Bist du das letzte Monster, das in diesem Buch versiegelt ist? Euer Weg ist hier zu Ende. Ich habe meine Kraft innerhalb dieses versiegelten Buchs gesammelt. Wenn das Böse die Herzen der Menschen erfüllt, öffnet sich die Türen dieses Gefängnisses. Das werden wir ja sehen. Das ist echt der letzte Kampf schon? Kann nicht sein. 120.000, der hat so viel wie Abyssion. Dreck. Warte mal, ich habe glaube ich Flip aktiv. Indignation, okay. Also du kriegst jetzt gleich Dingens ab, außer du bist, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, aber egal. Butsch. Judgment. Hey, Grand Cross. Na toll, was wird denn jetzt aktiviert gleich? Ray? Ich wollte schon sagen. Na toll, wurde gar nicht aktiviert. Okay, genau den Angriff wollte ich ehrlich gesagt. Jetzt habe ich gar nicht Beine gegen den Teufel getroffen, aber ist egal. Klappt ja auch so, glaube ich. Wie er sich so anschleicht. Ah.
Ist eigentlich gut jetzt, da wir nur einen Gegner haben. Ja, dann können den voll zuzaubern und ich gehe auf den los. Perfekt. Ein perfekter Plan. Oh Mann. Warte, wie schnell kann der denn zaubern? Warte mal. Oh. Nee, lass mal. Sacred Light, okay, sehr gut. 13.000, sehr gut. Und jetzt Revitalisierung, Dingens. Wenn es geht. Resurrection, ich möchte keine Dingens verballern. Der geht natürlich voll auf sie los. Ich sehe doch schon, er schleicht sich schon an sie heran. Aber es hat nicht gereicht. Oh Mann, Dennis. Komm, hier, Dingens. Die können wir entbehren, ja, so Zitrus gehen und so. Die kriegen wir voll oft. Auf euch geachtet. Mann! Ich war aufs Maul. Wie er sich schon wieder anschleicht. Weiß nicht, Revitalisierung, ja. Weil ich hier manuell auf all das Zeug achten muss. So, ein Spieß oder so ausgerüstet. Oh Gott, ich bin so froh. Ja, verdammt! Ah. So, kann ich irgendwann von der Klaue übrigens? Bams. Der denkbar schlechteste Zeitpunkt aller Zeiten, aber ja. Wieder kommt im Kraftschub. Ja, lass mal mit dem Raum. Ja, geht nix. Das war schon sehr gut. Oh mein Gott, ey. Ja, Resurrection, sehr gut. Lebt doch beide? Nee. Den Luxus haben wir in dem Spiel noch nicht. Boah, zum Glück hat der Angriff, während die noch gelebt wurde. Und ich krieg volle Möhre aufs Maul hier. Aber der Typ ist angenehm zu bekämpfen. Finde ich. Jetzt könnte ich hier die ganze Zeit Zauber einsetzen für die und what the Elixier. Und es klappt nicht. Okay, geil, sehr schön. Resurrection, sofort. Auf Dennis. Piss dich, bleib da. Ja, ich muss gleich wieder ein Eisteil einsetzen, ey. Nein, Mann. Ja. Ja. Oh. Ich komme ja auch nicht irgendwie dazu. Geht auch immer auf die frisch belebten, ne? Auch nicht unendlich Items, ne? Ich laufe ja schon seit wie lange rum? 2 Stunden? Da war ein bisschen Rücksicht auf mich, ey. So. Ray, mach mal Revitalisierung oder Nurse. Müssen wir mal hier wieder schaffen, irgendwas zu machen. Warte mal, gucken wir mal. Demon Fang. Das 1, das 2. Ich glaube, boah. Mann, lass mich doch mal. Ja, ich kann 3. Okay. Judgment. Mach Judgment. Aua. Dennis, du wolltest es nicht schaffen. Wenn er sich auf mich konzentrieren würde, wäre alles viel einfacher. Aber nein, der geht hier so auf die Nerven gerade wieder. Ich muss hier. Boah. Bleibst du jetzt mal?
Also, du kriegst jetzt wieder aufs Maul. Wie Kraftschub. Der bewegt sich auch gar nicht zu mir, ne? Der ist die ganze Zeit bei denen am rummachen. Oh, nix da. Bams! Ja, machen wir zu verspätet, macht aber egal. So. Pisser, ey. Boah, gleich hat Dennis einen Dingens voll. Komm doch mal hier hin, Mann. Hock doch nicht nur bei meinen ganzen Kästern herum. Ey, sowas von unverschämt. Na, warte. Ja, da komm du her. Ich kann nicht mal irgendwie dazu eine Kombo zu machen, weil... Ja. Das ist halt ein Dreck, ey. Jetzt schon wieder Dingens hier voll. Ist doch nicht. Ja, diesmal konnte ich halt nicht einsetzen, hat irgendwie voll lang gedauert. Hat. Keine Ahnung, so. Er hat auch immer zu denkbar schlechtesten Zeitpunkten. Was habe ich in Kraft? Und meiner ist stärker. Was glaubst du eigentlich? Ich war einfach weiter. Was hältst du ab von Aua? Oh, der kann es einfach nicht lassen, ne? Vor allem, wie schnell der Zauber kann, das ist auch normal. Sehr gut. Boah. Meine Güte, man hat ein nerviger Kampf. Das ist nicht das Ende. Die, die uns versiegelt haben, werden euch bezwingen. Ja, super. Ich mag zwar untergehen, doch Niflheim wird auferstehen. Was soll das heißen? Wird der echte Mythos erscheinen? Wir können das Buch nicht zurücklassen. Es muss doch etwas geben. Ja, wenn dies das Ende ist, muss es etwas geben, um diese Welt zu verbrennen. Gehen wir weiter. Persis-Stiefel gefunden, okay. Also wartet doch noch Mythos oder Yggdrasil irgendwie auf uns. Stiefel in Form von Katzenfuß verringern alle Arten von Schäden. Okay. Oh mein Gott, nee. Also nicht. Verringert alle Arten von Schäden. Ja toll, sieht man aber nichts. Nehmen wir die einfach mal. Vielleicht sind die ja voll im Bau oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Ja, das heißt, wir müssen immer noch weiter. Also haben wir jetzt den, der irgendwie hier rüber wacht, erledigt und da drin wartet noch jemand. Echte Mythos oder echte Yggdrasil. Hat er jetzt gesagt Mythos oder Yggdrasil? Mythos, ne? Wahrscheinlich kommen jetzt wieder wie so ein Kack-Dingen. Ne, okay. Kann ich auch noch zeigen. Wenn wieder ein rotes Ding kommt, dann wird rausgeschnitten. Wie immer. Ja, was? Oh, heiliges Licht ist weg. Aber ich habe kein Dings verbraucht. Kein Wasser des Lebens. Doch ein, glaube ich. Das ist für mich eigentlich ein Erfolg. Ja, was auch immer jetzt als nächstes kommt. Aber der Team hat mir irgendwie nicht so gefallen. Die ganze Zeit nur Caster. Hier schon halt nächste Dinge. Okay, geil. Bitte kein Rotes, 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 jawohl. Aber das heißt, danach kommt sicherlich irgendein Rotes, ne? Ich kann nicht so viel Glück haben. Naja. Ja, dann kann ich wieder einen passenden Schnitt machen. Ja, schon wieder nächste Ding, hallo? Treffsicherheit. Treffsicherheit. Na, jetzt kommt aber ein rotes, ne? Ich
fühle es in meinen Beinen. Really feeling it. Sehr gut. Und sehr gut, meine Scheiße. KP wieder hergestellt, das ist gut. Jetzt mit TP wieder hergestellt, aber noch besser. So, dann würde ich sagen, ja, geht die Massenkillungs-Action wieder los. Wir nehmen anders Team mal zum Töten, zum Heilen und so. Nehmen wir mal Lloyd. Sein Niflheim oder Niblheim, Neblin. Neblin, nicht Neblheim. Also, ich euch nach diesem Kampf wieder raus. In der nächsten Folge, obwohl Genesis ist bald in der Lage, seinen Mystergrad einzusetzen. Deswegen lassen wir ihm mal ein bisschen Schaden nehmen. Ich glaube, das hat man noch nicht gesehen, oder? Weiß ich gar nicht. Deswegen kann ich das auch mal kurz zeigen. Los, komm, hau mich mal einer, hau mich, hau den Kleinen. Wie viel jetzt aushalten, ne? Ich laufe voll rein, ne? Schaut das hier voll unbeschadet durch. Komm schon, muss mal zeigen. Vielleicht will ich das zeigen und dann sind schon alle tot. Ich werde im nächsten Kampf zeigen. Indignation! Irgendjemand ist ein Ding. Ja, Regel, okay. Weiß nicht, was man bei dem machen muss. Irgendwie so drei Sachen auf einmal einsetzen und dann, also nicht, irgendwas gedrückt halten und was weiß ich. Von Leuten haben wir auch nicht zu sehen bekommen. Ein bisschen so, das kann der ehrlich gesagt. So, komm schon, ich will es jetzt aber noch mal zeigen. Noch einmal. Das wäre voll geil, um den Part zu beenden. Alter! Was zum Teufel? Ich muss euch töten! Weiterzukommen, ihr könnt ihr doch nicht machen. Was ist das denn? Was zum... Ist das? Na los, komm schon. Na los, mach schon. Langsamer geht's nicht, ne? Der Blinker ist auch schon seit 3,7 an. Na los, komm doch mal. Typische NPC-Logik, ne? So, jetzt kommt mal her. Du, den habe ich mir direkt für dich aufgespart. Warum macht... Oh. Ja, das ist nervig jetzt. Euch schön Dingen zeigen, die Mystikart von dem. Dann braucht er... Braucht er auf einmal so lange. Danke. Ich so gern gezeigt. Ja, ich hab doch alles hier. Ich Rhythmus vielleicht benutzen sollen, egal. Keine Ahnung, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich den Raum hier gesäubert habe. Und ja, dann werde ich auch bis dahin irgendwann zum nächsten Boss wieder gelangen sein, ne? 18, ja, dann noch so zwei Ebenen und dann, ja. Ich weiß nicht, wie lange das noch gehen wird, aber mal gucken. Wir sehen uns jedenfalls in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle, ich schon sage, tschüss, bis zur nächsten Folge.